Diesen Beitrag widmet Ihnen RE/MAX Dreams, Ihr Partner in Sachen Immobilien. Geistreich ist wahrscheinlich das einzige Attribut, das auf den Namensgeber der neuesten Wodka-Marke passt. So hat Richard Lugner im Machfelderhof seinen eigenen Wodka mit dem treffenden Namen Luganow aus der Taufe gehoben und zwischen einem vielgängigen russischen Zahndiener das eine oder andere Stamperl gehoben. Kürzlich heimgekehrt von seinem Loveboat-Trip ging es schnurstracks mit der Opernball-Stretch-Limousine zum Machfelderhof, wo er von Hausherrn Peter Grossmann und den Solisten der Bolschoi Donkersagen mit einem mehrstimmigen Kalinka empfangen wurde. Im Schlepptau natürlich die ganze Schar an Matrosinnen, die als Vorkosterinnen für den Wodka herhalten durften. Wodka sei Dank wurde der fast 89-jährige Lugner von seiner Damenschar zur späten Stunde noch zum Tanz animiert und bewies damit seine Fitness. Ein rauschendes Fest, kann man sagen. Ja, würde ich auch sagen. Die Mädchen waren ja mit auf der Yacht und die sind momentan zusammengeschweißt und die lassen die Sau raus, wie man sagt. Und man sieht, es ein richtiges Energiebündel. Ja, es ist heute alles bestens. Es macht wahrscheinlich der neue Wodka, Lugnerow. Selber schon gekostet? Ich habe ihn schon gekostet. Ich habe ihn schon davor auch gekostet. Ja, das einzige harte Getränk, was ich trinke, ist ein Wodka. Aber halt eventuell mit Kaviar oder sowas. Ist ein teurer Spaß, aber hier und da leiste ich mir das. Das ist ja wiederum eine ganz tolle Sache hier im Machfelderhof. Und ich glaube, die Donkosaken mit ihrer Musik passen dann wunderbar. Ja, die passen absolut zum Wodka, gar keine Frage. Und die Besatzung vom Loveboat ist ja mit dabei. Und die Kronenzeitung hat geschrieben, sie glauben, dass das Loveboat interessanter ist wie 90 Folgen vom Traumschiff. Auf das sind wir gespannt. Ja. Was ist jetzt geplant in der nächsten Zeit? Naja, übermorgen erscheint die AVTV, der Lugners Loveboat. Und wir hoffen, dass wir gute Quoten haben. Und dann feiern wir nächste Woche 30 Jahre Lugner City. Sie ist zwar schon 31 Jahre alt, weil wir es voriges Jahr nicht feiern konnten. Und dann am 9. Oktober ist ein größeres Fest mit 30 Jahre Lugner City, kombiniert mit meinem Geburtstag, mit meinem 89. Jetzt ist die Frage, ob ich auch den 88. erst feiern soll. Ich glaube, den lassen wir aus. Ne? Ja. Also Fahrt wird es nicht, es ist genug geplant. Ja, es gibt jede Menge Einladungen und Theater. Wir haben in nächster Zeit sehr viel vor. Ja, dann wünschen wir alles Gute und vor allem für die neue Serie, dass das wirklich auch Erfolg wird. Das hoffe ich, ja. Also es ist, momentan wissen viele Leute, dass das gibt, wenn sie noch zuschauen, aber das ist ja nicht, wenn 1 Million zuschaut, aber wir brauchen die 3.500, die ein Castle haben, nachdem die Quoten festgelegt werden. Und wenn die nicht zuschauen, hilft es gar nichts. Na, schauen wir mal, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon gut geht. Ich hoffe auch, ja. Dann sage ich schon danke und noch viel und gute Unterhaltung. Ja, danke. Italia vuole i grossi, a tuo delitto Mario dei tuoi, e capi via la vecchia grossa, la vesso di vecchia tutori. Italia la vecchia grossa, la vesso di vecchia tutori. Vecchia della, c'è più sarà della, fra se prova se darà, fra sarà. Ja, aber ist doch. Aber echt,
Wo? Liebe Baumeister, wir präsentieren den Lubner Rauf, gebraut von unserem hiesigen Spiritosenproduzenten. Jawohl! Auf die Plätze! Hier, Lubner Rauf! Es hat zuerst geheißen, braun tut man natürlich nicht, sondern brennen. Es ist ein Betrieb aus Deutsch-Wagram. Genau. Wir sind hier in Deutsch-Wagram seit 20 Jahren und sind inzwischen der größte Abfüller für Wodka in Österreich. Exportieren einen sehr großen Anteil nach Polen, was sehr skurril ist für Österreich, und nach Amerika. Das ist eines unserer Hauptgeschäfte. Und haben uns eben darauf besonnen, Wodka hauptsächlich aus Kartoffeln zu machen. Zu 98% stammen alle Wodkas, die von uns kommen, aus Kartoffeln, weil das der eigentliche Ursprung ist. Ganz praktisch auch im Machfeld. Ne? Genau, das ist richtig. Wir sind hier mitten im Kartoffelanbaugebiet und sind eigentlich froh, dass wir inzwischen weltweit bekannt sind unter verschiedensten Marken. Jetzt haben wir hier den Lugner Wodka. Ja. Was ist so besonders an diesem Wodka? Kann man da sagen, ist das vom Geschmack her anders? Oder? Es unterscheidet sich von den herkömmlichen Wodkas ebenfalls dadurch, dass er rein aus Kartoffeln gemacht ist, ohne jegliche Zusätze. Das heißt also, da ist wirklich nur Destillat drinnen, keine Abrundung, kein Zucker, kein nichts. Und trotzdem hat er einen milden, runden Abgang und schmeckt, so wie das Wässerchen heißt, neutral. Jetzt will ich natürlich eins wissen, wird nur Wodka produziert, also nur, aber wird nur Wodka produziert oder gibt es andere Spezialitäten? Über 300 aktive Artikel im Programm, sind in Österreich auch führend im Bereich Cremelikörerzeugung. Da treten wir auf unter dem Markennamen oder Dachnamen Gensandorfer Kulinarium, sind hier im Handel auch sehr stark vertreten und unser Österreich-Geschäft geht in erster Linie in diese Richtung. Das heißt, Wodka ist mehr Export und alle anderen Artikel, wir machen alle klassischen Spiritosen, die man so kennt, aber im Cremelikör-Sektor sind wir, glaube ich, unumstritten auch die Nummer eins. Und die Österreicher gut beraten, auch einmal einen österreichischen Wodka zu kosten, wird einer sicher schmecken. Das glaube ich schon, ja. Wenn der Handel einen die Chance gibt und nicht internationalen Marken immer bevorzugt, dann würde das sicherlich auch funktionieren. Wenn man gleich verkosten. Weiß, beim Kochen muss man immer aufpassen, mehlige, speckige. Was braucht man für den Wodka für Kartoffeln? Beim Wodka ist das Wichtigste, dass die Kartoffel sehr viel Stärke enthält, weil letztendlich die Stärke verzuckert und dann zu Alkohol gebrannt wird. Hier gibt es einige spezielle Sorten, die ich leider jetzt nicht alle im Kopf habe. Und ja, die Wege sollten kurz sein, da man ja bei der Kartoffel sehr viel Wasser transportiert. 80% ist Wasser, nur 20% kommt dann wirklich in die Flasche, sage ich einmal. Beim Getreide haben wir das etwa umgekehrt. Das macht auch das Produkt etwas teurer, aber auch hebt sich ab im Geschmack. Jetzt, wenn man dieses Produkt oder andere Produkte beziehen will, wie kann man das machen? Wir sind also im Großhandel bei Metro, Transgourmet und so weiter. Wir haben hier in Deutsch-Wagram natürlich einen Abwerkverkauf und im gut sortierten Fachhandel. Jawohl, zwar zum Herrn Roberto. So, bitte herschauen. Hey!
Wieder ein rauschendes Fest im Machfelderhof. Ich glaube, man kann eigentlich fast sagen, der Machfelderhof ist eine Kathedrale, weil so viele Taufen wie da gibt es heute wo. Ne? Ja, das wird sein, ja. Aber heute ist eine ganz besondere Taufe. Es wurde ein Wodka getauft. Der Richard Lugner, dem wurde ein Wodka gewidmet auf den passenden Namen Lugneroff. Na, hört sich gut an. Ich habe auch schon gehört, weil wir haben ja gesprochen mit dem Produzenten, der uns versichert hat, dass das eine Top-Qualität ist. Ich auch, muss gestehen, ich musste ihn kosten natürlich, bevor ich was serviere, muss ich natürlich kosten. Und eine tolle Qualität. Also der kann mithalten mit den Weltklasse-Wodkas. Und solche Anlässe natürlich dürfen die Donkosaken nicht fehlen. Und das hat, glaube ich, das Ganze ein bisschen abgerundet. Ne? So, bei den russischen Abends hat die Donkosaken natürlich das i-Tüpfchen, das Sahnehäubchen und die machen natürlich wie gewohnt eine Mörderstimmung und die sind halt wirklich Profis und bringen einen ganz gestaltenden Abend mit ihrer musikalischen Untermalung. Also ganz toll einfach. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Kulinarik, was hat es denn heute Gutes gegeben? Also heute gab es natürlich ein Zahndinner, russischer Wodka, ein Zahndinner. Es gab, die russischen Namen kann ich jetzt nicht ganz genau übersetzen, also es gab eine russische Vorspeisenvariation, da war Gänseleber ein bisschen dabei, ein Räucherlachs und eine Borscht wurde natürlich serviert, wie es gehört. Es gab eine ganz feine, knusprige Pfefferkeule, die war gefüllt mit Pilzen und ja, Blini waren dabei. Und jetzt gibt es noch eine Löffeltorte, Biskuit-Eis, also alles, was Gott verboten hat. Jetzt kann ich nicht mehr weiterreden, weil jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es war wieder ein tolles Fest und wir freuen uns schon auf das nächste. Das kommt ganz bestimmt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein Fest jagt das andere und wir hoffen, dass es natürlich so weitergeht. Noch ein Wodka. Eine Träne. Ja,
gehe ich morgen mit. Ich bin der Lohner, ohne Ohne, ich hoffe am Kurzweg. Bei mir wird Brand und Kopf, und Rambas, Rambas, Kopf. Ich bin der Lohner, ohne Ohne, das Leben ist wunderschön. Nichts mehr auf, wie ich bin. TV 21 Austria. Einfach anders.